So, hallo und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute mal wieder zu einem COD Vanguard-Video. Haben wir ja schon lange nicht mehr gemacht. Zwinker, zwinker. Und ja, ich weiß gar nicht, ob ich es euch versprochen hatte, aber hier kommt ein neues Zombie-Video nach dem Update. Es gab ja irgendwie letzte Woche ein Update und da habe ich mir gedacht, so komm, machst du da einfach nochmal, ne, noch ein zweites Video hinterher und guckst mal, was sich geändert hat. Können wir direkt den Vergleich ziehen. Gibt ja auf jeden Fall so ein, zwei Themen, über die wir reden können. Ne, Microsoft hat Activision Blizzard gekauft, da möchte ich ein, zwei Worte zu äußern. Und ja, und dann natürlich, klar, mein Atomic Grind. Vielleicht gibt es da auch noch die ein oder andere Sache, die mir jetzt einfällt. Die ich dann noch quasi so ein bisschen nebenbei so ergänzt mit reinstreuen kann. Aber eigentlich habe ich die wichtigsten Sachen schon gesagt. Ja, genau. Ich habe mir heute mal gedacht, was nehme ich für eine Waffe? Letztes Mal hatte ich ja mehr so Sturmgewehre. Heute nehme ich einfach mal die DP27, weil ich jetzt auch nicht, weiß nicht, wüsste, was ich sonst nehmen sollte. Ich habe mal gedacht, ein LMG, um das Ganze vielleicht mal ein bisschen abzuswitchen, hat mal ein bisschen mehr Munition dabei. Ja, ich habe die Feuerrate so hochgeballert, wie es ging, weil ich jetzt nicht, also weil in meinen Augen hat jetzt nichts dagegen gesprochen. Ja. Und deswegen, ich weiß nicht, ich habe hier so ein paar schöne Aufsätze noch drauf. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich zu empfehlen ist, dieses Setup. Das werdet ihr dann, werden wir gemeinsam herausfinden. Ich nehme einfach mal die Energiemine mit, weil ich, weiß nicht, hört sich ganz interessant an. Das ist irgendeine ätherische Sprengladung, die enorm Schaden verursacht. Also von daher, keine Ahnung, du. Vielleicht ist das richtig krass, vielleicht ist das nicht so krass. Wir werden es herausfinden. Ich werde heute bis Runde 20 spielen, wenn ich es bis dahin schaffe. Runde 21. Da sind wir beim letzten Mal gescheitert. Ich werde einfach extrahieren. Und dann, zack, bin ich weg, ihr Wichser. So, dann könnt ihr Mist alleine machen. Ja, und grundsätzlich einfach mal gucken, wie das jetzt so läuft, wie das jetzt so wird. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt. Es soll sich nicht so viel geändert haben, aber es soll sich schon ein bisschen was geändert haben. Da bin ich sehr gespannt drauf. Oh, guckt euch mal, wie schön hier die Tarnung auf meinem Tellermagazin Soldaten der rotiert. Alliierten, hier spricht Professor Mann, Kramer. Ich liebe dieses Oberführer von Dämon Gefühl. Cortifex haben das Gebiet abgeriegelt. Die Dämonen, mit denen sie verbunden sind, werden sie befreien. Okay. Nur so können wir von Lists Plan vereiteln. Okay, also die Laufgeschwindigkeit ist sehr gut. Ja, es gibt ja eh noch nicht so viel. Ich tue einfach mal hier, was ist es, übermitteln. Go. Und gewinnen Sie schwarze Herzen, die Währung dieses dunklen Reichs. Ah, der Rückstoß, der ist schon übel. Aber ist ja Zombies. Also, da brauche ich ja. Ja, das habe ich mir schon gedacht. So, wunderbar. Die Kugel spürt eine Schwachstelle zwischen den Dimensionen auf. Ja. Beschützen Sie sich gegenseitig. Okay, ich passe auf dich auf, Kollege. Ja. Ich weiß gar nicht, bisher ändert sich gefühlt nicht so viel. Hättest du nicht so eine große Fresse gehabt? Hättest du Geht sie auch gut auf? Aus der Hüfte. Kritischer Abschuss. Ja, braucht schon ganz schön lang zum Nachladen. Das könnte ein Problem werden. Da brauchen wir auf jeden Fall eine gute Zweitwaffe. Ja, sehr gut. Schrott müssen wir auf jeden Fall einsammeln. Ja gut, ja, die ersten Runden sind halt relativ langweilig. Da kann ich ja mal so ein bisschen erzählen. Ja, also Microsoft hat Activision Blizzard gekauft. Finde ich auf jeden Fall sehr interessante News. Weil für mich wird sich jetzt die Frage stellen, inwiefern sich das auf den nicht auf den Battle Pass, Bullshit, auf den Game Pass, auf den Xbox Game Pass, fürs, wie sich. So siehst du besser aus. Wie sich das darauf auswirken wird. Ja, wobei eigentlich kann ich den machen. Das ist am einfachsten. Weil ich meine, die Frage ist: Wird Call of Duty in den Game Pass kommen? Das wäre natürlich ultra krass. Das wäre natürlich ultra krass, muss ich gestehen. Ach, guck mal, ich kann jetzt auch die. Aha! Man kann jetzt auch quasi das Ding da unten rechts leveln. Meine Energiemine, die kann ich jetzt auch noch leveln. Das ist cool. Wie kann ein Toter so stark sein? Ja. Stark, in Anführungsstrichen. Ah, komm. Den Schrott nehmen wir mit, den brauchen wir auf jeden Fall.
Oh, was haben wir hier? Eine Affenbombe. Sehr gut. Sehr gut. Bei Call of Duty im Game Pass. Das wird interessant. Weil dann würde ich, also wenn Call of Duty wirklich in den Game Pass kommt, dann wird der Game Pass natürlich teurer. Gehe ich von aus. Ja, ich weiß nicht, ach, ja, da muss ich aber aufpassen. Da muss ich nochmal mit meinem Sündenberater mich auseinandersetzen. Naja. Also, weil ich meine, der Game Pass, ich weiß halt nicht, ob die ihren Preis dann halten können. Das... Ah, ich weiß nicht, Digga. Ich weiß nicht. Ich kann ja mal mir ein bisschen die Zombies abfarmen. Weil ich meine, das mit dem Game Pass... Ich meine, die haben schon echt krasses Produkt sich da geschaffen. Das muss man wirklich sagen. Die haben sich schon da was richtig Geiles eigentlich überlegt, so. Mit diesem Game Pass. Das Problem ist, dass ich mir halt lieber die Spiele direkt einfach kaufe. Ich kaufe mir dann die halt, dann die drei Spiele. Und dann bin ich da irgendwie glücklich mit. Ich brauche irgendwie nicht so dieses... Alle anderen hier wirken irgendwie tot. Weil ja auch irgendwie dieses, also auch zum Beispiel EA Pro ist da, glaube ich, mit drin. Ah, ich krieg's gerade nicht mehr genau auf die Kette. Also auf jeden Fall ist da, glaube ich, noch was von EA drin, so eine EA-Mitgliedschaft. Aber ich krieg's gerade nicht 100% hin, genau wie das heißt. Weggesteckte Waffe füllen, erhalte mehr Schrott durch Objekte. Boah, machen wir doch direkt. Hahaha, witzig. Sonst haben wir nichts. Ich mach mal denn das Blitz-Event. Weiß nicht, gibt's hier sonst irgendwo Kristalle oder so? So zum... Nee, zumindest sehe ich jetzt keine Kristalle. Hier den Trank, der wäre noch aktuell... Achso, ja gut, den können wir einfach nehmen. Der ist ja kostenlos. Den nehmen wir ja natürlich mit, ist ja klar. Ja, das ist schön, wenn Victor mich das macht. Oder Invictor. Ich habe gerade den Namen nicht ganz mitbekommen. Ach, Invictor, guck. Sehr gut, da steht's doch. Weil ich meine, an sich, der Preis ist für mich persönlich sehr günstig, aber es ist halt so, ich weiß nicht, ich spiele gefühlt zu wenig Spiele in der Anzahl her, dass sich das für mich lohnt. So, ich weiß nicht, dann kaufe ich mir lieber dieses eine Spiel und damit... Und damit zeige ich ja dann auch so ein bisschen, hey, guck mal, dieses eine Spiel, das finde ich so geil, deswegen kaufe ich mir dazu. Keine Ahnung. Das ist dann, weil ich weiß nicht, also weil ich weiß halt nicht, wie genau dann diese Game Pass-Statistiken dann quasi sind, dass die dann sehen, okay, gut, der hat jetzt den Game Pass, aber der hat irgendwie trotzdem immer nur ein einziges Spiel die ganze Zeit über gespielt, so zum Beispiel. Das ist so ein bisschen so, ich weiß nicht, da, keine Ahnung, ich bin da, weiß nicht, vielleicht auch so ein bisschen altmodischer Typ. Aber, keine Ahnung, so, ich meine, ich habe so schon super viele Subscriptions, ehrlich gesagt, die, wo ich schon häufiger mich hinterfrage, ob ich die wirklich alle brauche. Weil ich meine, gut, sowas wie Netflix oder so, okay, gut, das kann man mal machen. Und ich meine, wenn man da für die Familie ein bisschen was mitzahlen möchte, so, damit die das auch mitnutzen können, dann gibt man da mal ein bisschen mehr Geld aus. Das ist schon alles okay. Aber keine Ahnung, dann habe ich, keine Ahnung, was habe ich? YouTube Premium habe ich, dann habe ich, was habe ich noch? Amazon Prime. Ja, so. Oh, fuck. Scheiße, ich hätte die töten müssen. Egal. Und ich weiß nicht, Digga, ich weiß nicht. Das ist... Wie kann ich das am besten beschreiben? Das ist halt so dieses... So, klar, einerseits Subscriptions sind gut, weil die kannst du auch jeden Monat canceln, so. Ne, da kannst du dir, keine Ahnung, den Game Pass dir... Kannst du den Game Pass für einen Monat holen? Ja. Okay, ja, werde ich machen, Gabriel. Wenn du das sagst, Kollege, dann traue ich dir da. Okay, Pakte des Altars. Okay, gucken wir uns gleich mal an. Ja, den nehmt ihr echt gerne. Und ich weiß nicht, dann habe ich YouTube Premium, dann habe ich Amazon Prime, dann, ich weiß nicht, und bestimmt noch ein, zwei andere Sachen, die ich jetzt wieder... Darf ich jetzt... Darf ich da jetzt bitte ran? Danke.
Achso, darf ich noch nicht. Scheiße! Fuck! Dann müssen wir noch ein paar Zombies töten. Mal gucken, ob ich das noch voll kriege. Und ich weiß nicht. Und dann, ne, Game Pass wäre dann noch eine weitere Subscription rein für Gaming, obwohl ich ja eigentlich, weiß ich, ich kaufe mir dann halt lieber, keine Ahnung, halt ganz normal COD. So jedes Jahr, gebe dann vielleicht mal ein bisschen Geld in Warzone aus. Und dann, ich weiß nicht, dann habe ich da irgendwie mehr von. Weiß nicht, so für mich so, ich weiß nicht, ich bin noch nicht so ganz überzeugt, weil ich halt... Immer gesagt, nicht der Kopf zählt, sondern das Herz. Weil du zahlst halt schon relativ viel Geld, sagen wir mal so, dann so aufs Jahr gesehen. Und ich weiß halt nicht, ob sich das dann für mich lohnt. So für mich. Ich liebe diesen Scheiß. Das kann natürlich auch jeder wieder für sich selber entscheiden. Respekt, wenn du in meine Küche kommst. Das ist so ein bisschen... muss jeder für sich selber entscheiden. Aber so grundsätzlich, ich glaube, der Game Pass wird auf keinen Fall günstiger jetzt, wo dann COD mit drin ist. Oder vielleicht wird auch COD gar nicht reinkommen, wer weiß. Einfach mal gucken, so wie sich das entwickelt. Hier oben ist doch eine Kiste. Den machen wir doch direkt mal auf. Hey, zack, das nehme ich. Das nimmst du aber mal so richtig. Okay, irgendwas Neues konnte ich hier erkunden, haben sie mir gesagt. Irgendein Altar. Hätte ich mich vielleicht mal informieren sollen. Aber irgendwie muss einem das Spiel ja das auch ein bisschen besser beibringen, ne? So. Schauen wir mal. Vielleicht finden wir es ja. Oh, oh. Komm mir nicht zu nah. Du stirbst wie ein Schwein. Okay, aber ich kann mir auf jeden Fall... Oh, noch 5 brauche ich. Ja gut, das machen wir noch fix voll. Der Tisch macht aus Müll Schätze. Ja, das ist richtig. So, wir machen jetzt mal direkt Pack and Punch und guck mal, wie sich die Waffe dann anfühlt. Oder direkt mal Waffe verbessern. Pack and Punch. Ah, fantastisch. Na, zum Glück habe ich Pack and Punched. Aber gut, sieht nice aus. Okay, aber was ist jetzt die neue Area? Ansonsten gucke ich da mal zwischendurch mal fix. Wir laufen mal ganz kurz hier einmal den Kreis ab und wenn es da nichts gibt, dann gehen wir einfach. Dann sagen wir hier, fickt euch und tschüss. Wobei ich glaube, allgemein sind wir noch sehr riss. Ja, komm, ganz ehrlich, wir machen jetzt einfach mehr. Wir machen jetzt einfach hier einmal rundrum die ganzen Sachen. Oh, hier ist ein Altar. Oh, guck mal hier. Ja, gut. Haben wir vielleicht verpasst. Scheiße. Ficken! Ihrem Dämon langsam die Energie stiehlt. Ich glaube, hier hat jemand seine Hand verloren. Bring die Runensteine von toten Wiedergängern und verfüttere sie an den Sündenfresser. Ja, nur dafür brauche ich auch Gegner, meine sehr verehrte Dame. Aloha für dein Gesicht, Bruder! Runensteine, nicht mehr als Nagelstiche, aber sie summieren sich. Ja, komm, ich leine die mal ein bisschen auf, komm. Wir tun mal ein bisschen sammeln. Tun mal ein bisschen wie bei Payback-Punkten sammeln. Und ich weiß gar nicht, es gibt ja noch so ganz, ganz viele andere Sachen, die da jetzt mit reinkommen, ne, in den Game Pass eventuell oder die da auch mit dranhängen. Also das, was ich auf jeden Fall sagen kann, es wird sehr, sehr spannend. Ja gut, jetzt wird das nix. Aber ich muss sagen, ist das eine gute Entwicklung, dass jetzt Microsoft immer und immer mehr gehört? Das ist halt so die Frage. Das ist eigentlich schon relativ kritisch, wenn man ehrlich ist, oder? Das ist so ein bisschen... Ist halt die Frage, wie weit die halt gehen, ne? Das ist... Da hört man sich ja nicht mal denken. Ja, 4 von 5 haben wir. Aber das ist halt wie immer, ne? Wenn dann ein Player am Markt zu viel hat, ist halt die Frage, ne? Ob die sich dann irgendwann... Ob die dann irgendwann zu dreist werden. Oh. Ganz ehrlich, ich probiere das mal aus. Okay, also hier haben sie noch auf jeden Fall ein paar auf die Fresse gekriegt. So. Also gefühlt gibt es sehr wenig Gegner, wenn ich das mal anmerken darf. Aha, Energierune direkt mal wieder verfügbar. Super. Boah. Ja gut, ist aber auch erst die zweite Runde oder so. Also von da, die dritte ist es deswegen. Mama hat immer gesagt, ergreift die Gelegenheit beim Shop. Ja, das ist schön, wenn Mama das gesagt hat. Ich mag auch spektakuläre Auftritte. Das glaube ich dir, mein lieber Kollege. Und ja, puh, ne? Da müssen wir jetzt Weil mal so... Was.
Da bin ich ehrlich gesagt noch ziemlich skeptisch. Aber das darf man auch sein. Aber ich finde es witzig, dass sie da hier ihren großartigen Oberboss ganz da oben an der Spitze, dass der bleiben darf. Das ist doch schön. Da freut man sich doch. Weißt du, das ist halt aber auch so, weißt du, der wird sich safe noch einen richtig geilen Deal ausgehandelt haben, so, selbst wenn der irgendwann mal geht, der wird, das ist nicht nur so, dass er nie wieder arbeiten muss, sondern, keine Ahnung, seine, ich glaube, die Kinder seiner Kindeskinder, die müssen immer noch nicht arbeiten. Die müssen nicht mal, keine Ahnung, die müssen halt gar nichts, so gefühlt. Was haben wir hier? Achso, Waffe, ja, brauche ich ja nicht. So, die brauchen halt nie wieder irgendwas machen, das ist halt krass eigentlich. Wenn die nicht komplett dumm sind, müssen die nie wieder, muss die gesamte Familie nie wieder auch nur einen Finger rühren, so, das ist schon krass. Aber ich meine, ganz ehrlich, ist auch mittlerweile krass, was da für Summen im Spiel sind, wenn du mich fragst, ne? 69 Milliarden, das muss man sich halt mal überlegen, glaube ich, waren das jetzt am Ende so. Keine Billion. Aber ganz ehrlich, Alter, das ist... Aber ich meine, gut, ich sag mal so, noch schlechter kann es ja bei Blizzard eigentlich auch nicht mehr werden, was PR angeht. Also, so wirklich zu verlieren haben sie eigentlich nichts mehr, wenn man ehrlich ist. Ich habe schon so einige Kokosnüsse geknackt. Das ist, ja, da muss man auch mal ehrlich sein. Die haben sich schon ganz schön viel Scheiße geleistet. Und mit Scheiße meine ich richtig üblen Mist. Aber, naja, mir persönlich... Ja, jetzt hat er mal das Maul, Araxis hier. Ich versuche was zu erzählen. Aber gut. Ich möchte fair sein. Okay. Sie das nicht, Dämonen. Sie brauchen ihre sterblichen Partner. Ja, wunderbar. Was wollte ich sagen? Ja, also die haben sich schon Herzen für Artefakt so, opfern, okay. Ja, ne, dann machen wir das doch. Ja, wunderbar. Direkt mal auf Stufe 2 geupgradet. Perfekt. Hab dich von dem verfaulten Ding befreit. Okay, also den ersten Altar haben wir gefunden. Wunderbar. Was? Er hat die Kunden verscheucht. Maximale Panzerung. Gut, du bist mein Fahrschein hier raus. Bring mir einer Reis und es gibt Musubi. Ich kenne das Gericht immer noch nicht. Das sind keine Finger, das sind Messer. Ja, ich gehe erst wieder auf Pack and Punch und dann wird das. Boah, die stinken nach Kotze und. Zwiebeln? Zwiebeln? Ja. Ich sag mal so, es gibt ja genug Events, die ich machen kann, deswegen wir ballern einfach mal volle Power durch. Geben wir Cortifex einen langsamen Tod. Sorgt nur dafür, dass ihr als Letzte überlebt. Ja, also Zombies haben sie ein bisschen was geändert, aber auch nicht zu viel. Professor Kraft schickt seine Leute in den Tod. Dass du besser wirst. Wir haben jetzt schon mal alles so ein bisschen verbessert. Wie ist jetzt meine Nachladegeschwindigkeit? Weil die muss ich auf jeden Fall verbessern, ja. Das ist die erste Sache, die ich upgraden muss, sonst gehe ich hier tot. Reißt sie in Stücke! Mitten ins Schwarze! Der Rote! Fantastisch. Zeit zur Evakuierung. Ja, also, ich weiß nicht, so PR-mäßig, so Blizzard, die haben sich schon echt viel Scheiße geleistet. Ich muss halt sagen, ich persönlich, ich möchte halt einfach nicht auf Call of Duty verzichten wegen sowas, weil am Ende ist mir halt, weil ich weiß nicht, so dem Endprodukt, weißt du, so, das kann ja auch nichts dafür, so. Weißt du, der arme Entwickler, der sich da Mühe gemacht hat, so, weißt du, das ist... Das ist aber alles an sich, so finde ich, ein strukturelles Problem. Das ist halt einfach, dass sowas überhaupt möglich ist. Das ist übel. Aber naja, was soll's. Wollen wir jetzt nicht zu viel darauf eingehen, weil ich meine, davon, weiß ich, das tut uns jetzt auch nicht wirklich gut. Ja. Deswegen reden wir über was Schönes. Reden wir über dieses Spiel hier. Ja, und laden wir erstmal ganz schnell die Waffe nach. Oh Gott, jetzt kommen sie aber von beiden Seiten. Jetzt machen wir mal hier Rune. Atombombe, das ist geil. Kaboom, sag ich da auch mal. Ja. Zeit zur Evakuierung, 45 Sekunden. Wunderschön.
So, guck mal, wir sind doch hier, kommen doch hier ganz gut durch. Soll keiner sagen, dass ich hier wenig Fortschritt mache. Alter, aber 160 Schuss oder was wir haben, das ist schon übel. Da kannst du schon gut reinhalten. Noch 23 Sekunden. Wir müssen jetzt noch versuchen, so viele wie mögliche Kills zu machen. Ja, da haben wir echt alle Glück gehabt. Okay, aber das Nachladen, wenn die Waffe voll leer ist, das ist schon problematisch. Okay, sehr gut. Wunderbar. Sie haben sich Oberführer Wolfram von List zum Erzfeind gemacht. Okay. Viel Glück dabei. Ist okay, von List. Töte beim nächsten Mal mehr von ihnen. Dup-di-dup-di-dup. Wunderbar. Aber die Fußball-WM 2022, die dieses Jahr schaffen wird, die werde ich boykottieren. Das ist mir dann doch eine Nummer zu übel mit den Sklaven da drüben, Alter. Und da kann mir auch keiner erzählen, dass da auch nur irgendein Prozess fair gelaufen ist. Da könnt ihr euch sicher sein. Das ist, ne. Also da glaube ich, ist keine einzige Entscheidung wurde da auch nur in irgendeiner Art und Weise fair oder irgendwie in irgendeiner Weise demokratisch getroffen. Das kannst du mir nicht erzählen. Das kannst du sowas von knicken, ey. Ich glaube, da ist einfach alles. Also ich glaube, jeder Einzelne da ist da korrupt, der da dran teilgenommen hat oder der das mitgemacht hat. So, das ist schon. Also, ne, machen wir uns nichts vor. Das ist schon richtig übel. Oh, wir haben ja einen neuen Bereich. Hier ist ein seltsames Portal. Ich spüre mächtige Magie auf der anderen Seite. Das müssen wir doch direkt mal machen, oder? Hätte ich gesagt. Hier ist ein komisches Portal. Meine Verbündeten, treten Sie erst nicht in oder Sie sind nicht bereit. Ist das klar? Gleich gemacht. Ja, das war easy. Ganz ehrlich, ich würde direkt hier mit weitermachen. Warum nicht? Direkt was Neues. Finde ich großartig. Leere. Mal gucken, was das ist. Ja. Let's go. Mich auch. Oh, hier ist noch ein Kristall. Den soll ich noch mitnehmen. Der ist hier reingebackt. Das ist scheiße. Ich komme nie ran, Kinder. Das ist in der Wand. Scheiße. Wer hat denn da wieder die Spawn-Location gepickt? Ach ja. So, neues Ziel gefunden, Leere. Okay, was muss ich hier machen? Überlebe heißt das, okay. Aloha für dein Gesicht, Bruder. Okay. Groß, dumm und verfault. So gewinnt man keinen Krieg. Oh Gott, aber ich bin gut angefickt. Da muss ich ein bisschen drauf achten. So, sehr gut. Sind wir erstmal wieder ein bisschen safe hier. Nicht mein Gesicht! Nicht mein Gesicht! Okay, aber was genau muss ich jetzt hier machen? Was ist mein Ziel? Hier habe ich so einen Ball. Du kannst ihn den ganzen Tag bearbeiten, du wirst ihn nicht sprechen! Ich habe schon so einige Kokosnüsse geknackt. Okay. Also kann ich das gar nicht kaputt machen, oder was? Nur heute Abend. Frei bleib für alle. Okay. Also kaputt machen kann ich es anscheinend nicht. Während sie verwundbar sind. Okay, wann sind sie denn verwundbar? Bonuspunkte. Okay. Wo, okay, wie finde ich heraus... Nee, ich versuche eigentlich herauszufinden, wann die Dinger verwundbar sind. Aber ich hab's noch nicht... Ich hab's noch nicht ganz herausgefunden, wie das funktioniert. Wir müssen uns noch, glaube ich, ein bisschen mehr umgucken. Aber ich mache halt null Damage hier. Wenn ich so leicht explodieren würde, wäre ich lieber leise. Mitten ins Schwarze. Rote. Oh Gott. Oh fuck. Mistkerl. Okay, wir müssen ein bisschen in Bewegung bleiben.
Uiuiui, sonst geht das hier alles den Bach runter, Kinners. Wenn du nicht schwimmen kannst, geh nicht ins Wasser. Okay. Aber wann sind die Dinger jetzt verwundbar? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz kapiert, muss ich ehrlich gestehen. Aber jetzt sind sie weg. Aha. Ist das gut, oder? Wenn ich heute sterbe, nehme ich eine ganze Wagenladung mit. Ich liebe es, dicke Brockenkühe. Okay, sehr gut. Zwei Sturmkrieger sind schon mal weg. Das ist gut. Guck mal, das ist doch schön. Da freut man sich doch. Sagt seiner Familie. Hui! Er ist als Held gestorben. Okay, sehr gut. Nutz alle verfügbaren Ressourcen. Nutze alles, was wir haben. Wir können diese Barriere nicht durchbrechen. Okay, aber irgendwie so richtig verstanden habe ich es jetzt auch noch nicht. Hä? Ich werde meine Marionetten weiter stärken, bis sie euch zermalmen. Okay, 15.000. Machen wir doch mal Pack and Punch. Aber so ganz verstanden habe ich es jetzt nicht. Leere. Okay, also. Jetzt müssen wir mal überlegen. Ja, das ist doch schön. Oh Gott, oh Gott. Okay, das war meine Schuld. Oh fuck me, Alter. Fuck me. Das war gar nicht gut. Oh fuck me in the ass tonight, Alter. Uiuiui. Das war gar nicht gut. Da wurde ich böse getrappt. Nächstes Mal rauch dir eine und entspann dich. Uiuiui, das war aber ganz schön knapp. Wann habe ich denn die Selbstwiederbelebung bekommen? Ah, okay. Okay, ich hau jetzt erstmal ab. Ich brauche erstmal eine bessere Rüstung. Wenn Gabriel. Ja, wenn. Guck mal, wenn der Professor das gut findet, finde ich das auch gut. Machen wir es doch so, oder? Das ist doch fair. Oh, was haben wir denn jetzt? Ach. Oh. Macht er jetzt hier den Ankündigungslord oder was? Ich glaube schon. Ah, meine Verbündeten, sie sind lebend zurückgekehrt. Einen Moment lang dachte ich, ich hätte sie okay. Viel mehr Schaden bei Verlangsamten und. Wir müssen besprechen, was sie erlebt haben. Was sie gesehen haben. Was? Diese Seite ganz ohne Falschen? Die Energieanker. Ja, geht klar. Ja. Ich mag auch spektakuläre Auftritte. Das war aber zwischenzeitlich mal ganz knapp gewesen, du. Der ist ja noch hungriger als ich. Das war richtig übel. Aber gut, wir haben es geschafft, also alles gut. Ja, wir haben 15.000. Wir machen uns jetzt auf jeden Fall erstmal Rüstungsstufe 2, sonst wird das hier gar nichts. So. Zweitbeste, gleich nach Fabrik neu. Und die Selbstwiederbelebung müssen wir uns auf jeden Fall mal kaufen, gleich. Oder halt herstellen, besser gesagt. Aber das kommt ja dann eh mit der Zeit. Da können wir vielleicht hier noch die ein oder anderen Zombies hier ein bisschen töten. Ja, ich muss sagen, das mit der... Oh Gott. Das mit der höheren Feuerrate war vielleicht ein Fehler. Das kann vielleicht echt ein Fehler gewesen sein da. Vielleicht wäre es klüger gewesen, dass vielleicht die Feuerrate niedriger ist. Aber man dann dafür genauer zielt. Aber ganz ehrlich, im Nachhinein ist man eh immer schlauer. Und ich meine, so töten wir halt sauschnell. So, das ist ja auch erstmal geil. Hier, guck das mal an. Wir fräsen uns hier schön hier durch die Gegner. Das ist schon okay. Ganz ehrlich, das ist okay. Da kann ich mir nichts vorwerfen. Okay, dann gehen wir mal noch hier drüben rechts. Hier sind noch ein paar Zombies. Die möchte ich sehr gerne mal noch mitnehmen. So gut kann ich doch gar nicht schmecken. Ich bin nicht mal gesalzen. So, sehr gut. Nehmen wir noch den Schrott mit. So, gucken wir uns noch mal ganz kurz hier hinten um. Ah ja.
Ja, ich brauche auf jeden Fall dann noch eine gute Waffe gegen die Sturmkrieger. Weil ich glaube, die DP-27 ist hier gegen... Soweit ist das Baba. Weil hier kommt es halt nicht auf so wirklich auf Accuracy an. Hier geht es einfach nur darum, richtig reinzuballern. Aber gegen die Sturmkrieger, da braucht man schon Präzision. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gegen die Sturmkrieger braucht man Präzision. Und das habe ich mit der DP-27 nicht. Das ist schon richtig. Da müssen wir uns was anderes überlegen. Aber wir töten ja mal noch alles, was so geht. Ja, aber guck mal, wir treffen gar nicht durchgängig den Kopf. Aber, wie gesagt, das, ich sag mal so, das ist dann halt eine Herausforderung, aber... Ja, das passt schon. Der könnte sicher eine Mahlzeit vertragen. Ja, wobei, das war jetzt aber schon relativ fix, wie der da down gegangen ist. Okay. Ja, ich würde sagen, hier sind wir da erstmal ganz gut dabei. So, wunderbar. Wir könnten jetzt übermitteln machen oder Blitz. Ich würde sagen, wir schalten erstmal da hinten den weiteren Bereich frei. Machen wir erstmal übermitteln. Und dann gucken wir mal weiter. So, gehen wir hier rüber. Go, go. Let's go. Dank Bellekar können wir eine Nachricht senden. Ach ja. Nee, aber Fußball wird dies ja nicht geguckt. Da bin ich rigoros. Das ist, ne, als gäbe es gar keine EM. WM. Aber, pff. Ich sag mal so, Deutschland hat der letztes Mal so hart reingeschissen in, also... So hart weggeschissen, das glaubst du gar nicht. Also, ganz ehrlich, ich meine, klar, Mexiko, was war es noch, Südkorea und, ich glaube, Schweden oder so, sind ja von mir aus gar keine schlechten Teams, aber, also, Entschuldigung mal, was war denn das? Also, ich möchte jetzt hier nicht so nach dem Motto, dass man sich schämen muss, weil ich meine, hey, am Ende des Tages sind es nur Menschen und auch Sportler. Und, ne, wenn dann Druck lastet und so, das ist schon nicht einfach. Ne, also da möchte ich jetzt hier gar nicht irgendwie wieder hier mit dem Zeigefinger auf die zeigen. Guck mal, wie scheiße die sind. Nee. Da will ich jetzt gar nicht so sein. Da will ich jetzt hier gar nicht irgendwie haten. Nee, das gehört sich auch nicht. Aber man muss dann schon mal fragen, wie konnte das passieren? So, und ich meine, keine Ahnung. Das passt schon alles so, hätte ich gesagt. So, die da weg. Oh, guck mal, schönes Bullseye freigeschaltet. Das Problem ist, die Dinger kann man ja eh nicht im Dingens verwenden in Warzone. Okay, so, dann machen wir hier das. Alter, das ist halt, wenn die aus 80 verschiedenen Richtungen kommen. Noch etwas Musik und Rum und ich könnte das den ganzen Tag machen. Okay, aber ich glaube, hier ein Zombies ist Movement sehr wichtig. Okay, weiter geht's. Ja, ich bin bei dir, meine liebe ätherische Kugel, I guess. Oh Gott. Fuck me, Alter. Ich muss ja sagen, bei so engen Passagen bin ich immer so ein bisschen klaustrophobisch unterwegs. Okay, das war ein schlechtes Placement. Das war verschwendet. Aber egal, pff. Juckt mich. Juckt mich nicht! Ja. Und ich muss noch die Kampagne spielen. Das muss ich wirklich machen. Das mache ich mal am Wochenende oder so. Die ist aber, kann ich jetzt schon sagen, die ist großartig. Die spiele ich auch zweimal, weil die so geil ist. Zu deiner Mutter. So, was haben wir hier? Legendär fügt. Ja, gesprengte Feinde explodieren wahrscheinlich. Schwefel fügt dauerhaft Feinden in einem größeren Bereich viel mehr Schaden zu. Machen wir es doch einfach mal. Gutes Geschäft. Das machen wir bald mal wieder. Mal gucken, wie das funktioniert, weil ich weiß das wirklich nicht. Okay, uns fehlen noch 5000. Da können wir ja mal ein bisschen... Ah, das ist der Scheiß. Ah, das ist geil. Nicht mein Gesicht. Nicht mein Gesicht. Oh Gott, jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich hier nicht dumm in irgendeiner Zwischenszene stärke. Mama hat immer gesagt, nicht der Kopf zählt, sondern das Herz. Insta-Kill, okay. Sorry, Mama. Ein Schnelltodgewehr und Zeug von Empathie. Okay, erhöht die Maximalladungen auf 3, erhöht die Größe des Sprengradius, okay. Ja, gut. Hätte ich gewusst, dass das so eine nette Runde wird, hätte ich meine Ukulele mitgebracht. Ja, wir tun einfach mal ein kleines bisschen die ganzen Sachen abfarmen hier, das dauert ja nicht lang. Okay, wir müssen jetzt hier smart sein. Was Glück, dass meine Mama das nicht gesehen hat.
Okay, tun wir mal ganz kurz. Ja, auch die gelben Bomben, die war vorhin richtig scheiße, Alter. Keine Ahnung, was sich da mein Vergangenheits-Ich dabei gedacht hat, aber. Weißt du, warum du verloren hast? Weil Nazis nicht surfen. Mit Kraft sprechen. Das machen wir jetzt gleich. Moment. Vorher will ich noch ganz. Okay, den Kristall habe ich schon. Okay, ja, puh, ne? Ich spreche mal mit Kraft. Mal gucken, was da so los ist. Ernten könnte ich ja. Verzeihen Sie, dass ich Sie nicht persönlich begrüße. Aber wie Sie wissen, bin ich hier von einer Seite aus dem Folianten der Rituale magisch eingesperrt. Sie haben den Folianten gesehen. Da draußen auf seinem recht ungewöhnlichen Podest. Vielleicht haben Sie erkundet, wie er Ihre dämonischen Partner stärken kann. Während meiner Dienste bei Die Wahrheit habe ich die Seiten des Folianten überall auf der Welt aufgespürt. Das Buch da draußen ist das, was wir wiederherstellen konnten. Einige Seiten sind noch immer verschollen. Sie haben gerade eine gesehen, gesichert durch die magischen Anker. Was ich als Lehre wahrgenommen habe, war kein gewöhnlicher Zauber. Von List und Cortifex wollen nicht, dass wir sie kriegen. Aha. Das heißt, diese Seite könnte der Schlüssel sein, um von List zu besiegen. Wir müssen sofort zurück. Und kämpf dieses Mal entschlossener. Aha. Erkennst du nicht, wenn du nicht gewinnen kannst? Wir müssen unsere Strategie überdenken. Und was schlägst du vor, Nauticus? Wie will der Eroberer die Sterblichkeit menschlichen Fleisches überwinden? Wenn du so wenig von ihnen hältst, Saraxis, warum sehnst du dich so nach ihrer Aufmerksamkeit? Schluss damit! Zankerei bringt uns nicht weiter. Gib mir Zeit nachzudenken. Soldaten von Nauticus, besprechen wir unser taktisches Dilemma zurückgezogen. Ich habe einen Sprechstein an dem Ort, den ihr die Apartments nennt, abgelegt. Energiemine ist bereit! Noch etwas Musik und Rum und ich könnte das den ganzen Tag machen. Maximale Panzerung. Ah ja. Du bist meine Rüstung, Marionette. Ja. Soll ich jetzt fröhlich darüber sein? Hm, schauen wir mal. Ich tu mal ernten. Tu ich mal aktivieren. Let's go. Holen Sie sich zurück. Ja, ich muss gleich nochmal Pack and Punchen und dann, keine Ahnung, wenn wir das gemacht haben, nehmen wir die ganzen Tränke mit und wenn wir das gemacht haben, dann tun wir uns eine neue Waffe holen, tun ja auch noch Pack and Punchen im Zweifelsfall. Ja, dann gucken wir mal, dass wir bis Level 20 durchhalten, hätte ich gesagt. Sie enthalten die Macht, die ihren Dämonen gestohlen wurde. Warum ist ja eigentlich das Granatensymbol abgebildet? Was? Schöner Double Tap. Das ist meine Küche. Wo ich herkomme, gilt das als unhöflich. So. Halt Leben aus, Leute. Alle anderen hier wirken irgendwie tot. Okay, warte. Wir müssen abliefern. Wer austeilt, muss auch auslöffeln. Okay. Da hört man sich ja nicht mal denken. Oh fuck, das war nicht so gut. Okay, sehr gut. 4 von 5 Runensteine, Hammer. Jetzt brauchen wir nur noch einen, dann können wir direkt weitermachen. Ja, hier wird ja einer dabei sein, oder? Ja, sehr gut. Nehmen wir mit. Go, go, go. Ah, fuck, ist unten, oder? Das sind keine ja, Dinge, fuck. Das sind Messer. Der Sündenfresser ist vor Ort. Warum hält das Ding nicht still? Keine Ahnung, warum hältst du nicht die Fresse? Was? Das war ich nicht. Muss jemand anders gewesen sein. Müssen sie sich verirrt haben. Cortifex, sie tun es schon wieder. Halte sie auf. Nur heute Abend. Frei bleiben. Oh Gott, für fuck. Alle.
dir nächstes Mal wenigstens die Hände. Ich lasse es gerne locker angehen. Aber okay, erstmal nachladen. Cool. Ja, das Nachladen, das dauert schon ziemlich lang bei so einem LMG. Ich weiß echt nicht, ob das zu gut ist. Eingezahlt die Scheiße. Ja, Hammer, sehr gut. Wunderbar, perfekt. Der Lohn der Sünde ist köstlich. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Das weiß jeder. Nach dem Essen los muss. Das weiß jeder. Ich meine, wenigstens gibt es jetzt eine schöne Tarnung für Pack and Punch, das muss man schon mal sagen. Wir haben die Chance, in die Offensive zu gehen. Ich warte halt immer noch auf Waffeninspektanimation. Das ist... Weil ich meine, warum gibt... Also warum kann ich meine Waffe nicht inspekten? Ich finde das richtig scheiße. So, sorry. Das ist richtig, richtig Mist. So, ich will das doch. Lass mich... Verdammt! Der hat von mir abgebissen! Oh, fuck me, Alter. Wenn ich so aussehen würde wie du, würde ich auch greifen. So, mein MG ist leider ein bisschen stärker, mein Freund. Aber der lebt ja immer noch. Es gibt jetzt immer einen Typen, der die Party ruinieren will. Sehr gut. Wunderbar. Okay, 2870. Uns fehlt noch ein ganz kleines bisschen. Versuch es nicht mal. Hier, Schrott habe ich auch mitgenommen. Ganz ehrlich, wir nehmen mal die Panzerfaust. Ich glaube, das Ding ist richtig krass. Schauen wir mal. Ich glaube, das Ding böllert einen richtig, also böllert richtig weg. Er weiß, wie man eine Party sprengt. Hier, schauen wir mal, wie gut das wirklich ist. Die Kunden verscheucht. Naja, wirklich viel Damage macht das auch nicht, wenn du mich fragst. Stufe 1, ja, sehr gut. Okay. Ja, dann tun wir doch direkt mal hier upgraden. Moment, hier an dem Tisch war das. Stufe 3, das Unterstützung, Wiederbelebung. Brauchen wir. Kraft hier. Ich habe über etwas nachgedacht, wir hören mal kurz zu. Wer weiß, wir wollen ja auch mal ein bisschen die Lore ergründen. Ergründen, nicht ergründen. Des Cortifex geführt hatten. Ah ja. Und schloss sie in seinem Büro ein. Ich ging ihm aus dem Weg. Chance, Feinde zu verlangsamen. Todesexplosion friert nah. Okay. Hohe Chance, Ausrüstung nach neuen Abstand, nach Einsatzzahl. Blassblauen Augen. Das. Der Handel ist geschlossen. Zurück zum Film. Doch durch das Verbergen der Ursprünge des Zepters warf von Liz einige beunruhigende Fragen auf. Enthielten diese Seiten eine Schwachstelle, eine Bedrohung für seine Pläne? Ich war nicht Teil der Expedition, die das... Ich auch nicht. Mark. Ich weiß nur, dass es in der östlichen Wüste von Ägypten gefunden wurde, fern von den großen Städten der Antike. Ich hörte... Ja, okay, gut. Also, wen das wirklich noch weiter interessiert. Also, ich fand das jetzt nicht so interessant, dass ich das jetzt noch weiter laufen lassen muss, muss ich ehrlich gestehen. Es war interessant, aber jetzt mehr nicht. Ich hätte dich ja schneller umgebracht, aber ich hab noch Jetlag. Mist, Kerl! Langsam werde ich wütend. Nee. Erhöhter kritischer Schaden, den brauchen wir hochballern. Hochballer die Scheiße. So. Wunderbar. Aber ich muss sagen, die Pack-and-Punch-Waffen sehen schon schön aus. Ist eine schöne Tarnung mit diesen Splitter da oben drauf. Hätte ich auch gerne im Multiplayer. Aber pff, naja. Es ist halt schade, dass man die Zombie-Tarnungen nicht im Warzone verwenden kann. Dass es keine Waffeninspektanimation gibt. Dass quasi alles noch verbuggt ist ohne Ende. Naja. Was soll man sagen? Es ist... Es gibt noch Probleme auf jeden Fall. Bitte etwas leiser greifen. So, wir machen hier noch ein kleines bisschen was. Du hast Glück, dass meine Mama das nicht gesehen hat.
Okay, machen wir mal die Kiste auf. Okay, wir haben die ASA. Die wollte ich mal vorhin ausprobieren, die AS. Mal gucken, wie die so ist. Wir probieren mal ein bisschen die Waffen durch und wir machen jetzt einfach schon mal das nächste Event, damit es nicht zu lang dauert hier alles. So. Und wir laden nochmal vorher nach, weil wir klug sind. Sind wir nicht oft, aber manchmal müssen wir es echt sein. So. Jo, das habe ich mir gedacht. Deswegen bin ich ja hier. Sein Dämon verleiht der Armee Kraft. Töten Sie sie, dann wird seine Macht schwinden. Dup, 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 dup. Ja. Ich würde ihm das Herz herausschneiden, wenn er eines hätte. Oh, Mama hat immer gesagt, ergreift die Gelegenheit beim Schopf. Sie sind im Fleischwolf gelandet. Easy, Alter. Holy shit, Mama. Tup, 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 tup. So. Wir können ja auch hier unten dann gleich nochmal zugreifen, wenn wir schon mal hier sind. Der Boom-Boom-Kreischer, kommen Sie mal her. Ja. Was gibt's eigentlich sonst noch so zum Atomic Grind zu sagen? So, ich hatte jetzt schon mal so ein bisschen was zu Activision Blizzard gesagt. Wobei ich da jetzt auch, also, ne, also da ging es mir jetzt weniger darum, euch Inhalte zu vermitteln, sondern mehr so meine Meinung. Also grundsätzlich, ich find's interessant, aber ob das wirklich positiv ist, abwarten. Abwarten. Es ist. Was macht denn der da hinten? Es ist halt. Es ist. Ach, keine Ahnung, es ist. Es ist schwierig so. Da hört man sich ja nicht mal denken. Ich meine, es ist cool, wenn man sehr viele Sachen in einem Pass jetzt beispielsweise vereint hat, wie in dem Game Pass dann, aber. Ja, ich weiß nicht. Also, ich werde dabei bleiben, ich werde meine Spiele einfach so kaufen. So, weil, keine Ahnung, so. Das finde ich persönlich irgendwie sinnvoller, aber gut. Ich hinterlasse überall Eindruck. Erstmal abwarten. Erstmal abwarten. Aber wenn die alten Call of Duties in den Game Pass kommen, werde ich vielleicht mal die Kampagne mal spielen. Das werde ich vielleicht machen. Da werde ich mir mal für einen Monat mal den Game Pass holen und dann mal alle Kampagnen mal durchspielen. Und jeden Multiplayer mal antesten. Sowas könnte man dann vielleicht machen. Dafür eignet sich dann Game Pass wieder sehr, sehr gut. Das ist dann wieder eine sehr positive Sache. Wenn man sehr viel ausprobiert, aber. Weiß halt nicht. Ich bin halt eher so der Typ, der halt. Der hat, ne, der hat seine drei Spiele und die spielt er dann. Was ich persönlich als sehr angenehm empfinde. Jo. Okay, die melden wir jetzt gerade richtig hart, Alter. Okay, wir gehen hier wieder hier hoch in unsere Ecke. Das Beste, Luau, der Welt. Noch 11 Sekunden, dann müssen wir jetzt noch töten, was geht. Okay, okay, nice, nice, nice. Ja, perfekt. Wunderbar. Verdammt. Cortifex muss ruhen. Vorerst. Kein Gaumenschmaus, aber es gibt Schlimmeres. Du musst noch viel lernen. Doch du hast Cortifex Wunden zugefügt. So. Ah, Nachladen hat nicht geklappt. Super. Verhindern Sie, dass Cortifex Würmer seinen Barrierezauber stärken. Ja, ist okay. Kritische Abschüsse bringen 2 Patronen zurück. Ganz ehrlich, da tue ich lieber hier mal meine Dingens mal verbessern. Digga, guck dir mal den Damage an, Alter. Das ist Baba. Okay, die Bar, Alter. Ein Sturmgewehr. Die habe ich auch überlegt. Die habe ich auch in einem Setup. Das kann ich jetzt mal ausprobieren, ob die krass ist. What? Rüstung ist gut, aber sei trotzdem vorsichtig. Digga, den haben wir ja innerhalb von einer halben Sekunde haben wir den komplett gefickt. Ja, guck das mal an. Tot. Ja, jetzt, ja. Geh doch mal weg. Hier, Alter, der. Ja, ja. Krasser Scheiß. Spektakuläre Auftritte.
Das ist krass. Ohne Witz, das ist heftig. Hier ist noch ein Kristall, den nehme ich noch mit. Krass. Holy shit, Mama. Nächstes Mal rauch dir eine und entspann dich, Bummkreischer. Hier, guck das mal an. Das ist ja nix. Okay, also die Bar ist definitiv meine Go-To-Waffe jetzt erstmal. Aber 35 Schuss ist sehr, sehr wenig. Aber dafür ist doch die Nachladezeit quasi nix. Geil. Okay, dann gehen wir mal hier rüber, holen uns besseren kritischen Schaden einfach, weil das, Alter, das, davon können wir nie genug haben. Das ist super wichtig. So. Ja, das glaube ich. Ja, das können wir nicht machen, ist aber egal. Solange wir hier Dingens verbessert haben, ist dann super. Okay, Exfiltration. Ich will noch mal ganz kurz hier rüber ins Leere mit den Spaß da drüben angucken. Das hier, das interessiert mich noch mal ganz kurz. Das will ich mir noch einmal anschauen, ob ich da jetzt noch mehr interagieren kann mit dem Stuff oder ob das... Ja, schau mal einfach mal. Hab dich von dem verfaulten Ding befreit. Verdammt! Der hat von mir abgebissen! Okay, kann ich jetzt hier... Okay, wir können nicht mit Kraft sprechen, aber wir können auch sonst nichts mit dem machen. Also hier können wir jetzt... Okay, wir können hier Portal aktivieren. Ich bin mir nicht sicher, ob das zielführend ist. Aber andererseits, wir haben jetzt zwei krasse Waffen. Ich würde noch mal eine Runde so machen, bis wir eine Selbstwiederbelebung haben. Ich würde noch einmal die normale Runde gehen, hier Reinigung. Und dann würde ich da oben weitermachen. Das wäre mein Plan, dass ich auf jeden Fall die Selbstwiederbelebung habe. Weil das war schon sehr wichtig. Das war schon sehr sinnvoll, dass ich die hatte. Weil so, ja. Ja, das ist schon gut so. Machen wir so. Das passt. So machen wir das. Und die Bar, die spielen wir jetzt, die ist krass. Das war richtig lucky, glaube ich, dass ich die bekommen habe. Ich glaube, die ist krass. Cortifex hat Augmentor-Würmer losgelassen, um seinen Eindämmungszauber zu stärken. Reinigen oh Gott, das ist ja Rune sichern, da war ja was. Oh fuck me, Alter. Er weiß, wie man eine Party sprengt. Okay, hier drüben sind drei, das ist sehr gut. Okay, geht's hier weiter? Ja gut. Nee, da, okay, da sind direkt die nächsten zwei. Das ist natürlich. Lol, okay. Die sind jetzt alle aber saunah beisammen. Der hat als Baby sicher den anderen die Kokosmilch weggetrunken. Wo ich herkomme, gilt das als unhöflich. Mann, ich liebe dieses Gefühl. Glaubst du, der Wurm ist gewandelt, Nauticus? Okay, den Hammer. Mach ihn. Okay, sehr gut. Gute Miene zum bösen Spiel, gefällig? Ja, sollte man gleich haben. Ein guter Koch räumt immer hinter sich auf. Okay, Hammer. Sehr geil. Aber das war irgendwie ziemlich einfach. Das war relativ einfach. Und wir nehmen direkt mal hier Hüte Gesundheit. Das ist wichtig. Ja, sind weg. Alles gut. Chef, haben wir uns gekümmert. Ja. Ja, sehr gut. So machen wir das. Hier, Taktik. Ah, sehr gut. Ich habe mir jetzt eine Selbstwiederbelebung gekauft. Ja, perfekt. So gehört sich das. Erhöhter Schaden bei und kritischer Schaden bei verlangsamten, betäubten Gegnern. Puh, ja, du, Alter, keine Ahnung. Chance, einen speziellen Feind zu... Das ist halt... Das ist schon relativ geil, ehrlich gesagt, das mit diesen... Und ansonsten Chance, beliebige Feinde bei Gegnern zu verlangsamen. Ja, das ist halt... Aber hier Chance, einen normalen oder speziellen Feind bei Treffern zu betäuben, das ist schon geil. Das war's mal so. Ganz ehrlich, ich wüsste jetzt nicht, warum wir das wechseln sollten. Hier, weil guck das mal an. Guck mal, wie schnell wir uns hier durchgefräst haben. Hier können wir auf jeden Fall mal zugreifen.
Okay, wir machen noch hier unten mal auf 2, dass man das so konsistent, dass man hier den Rest so ein bisschen. Davon kriegst du Haare auf der Brust. Oder auch nicht. Bei schneller Nachladegeschwindigkeit, ich glaube, da muss man auf jeden Fall ein bisschen rein investieren. Das lohnt sich immer. Ja, genau. Ja, ich hatte vorhin mal den Atomic Grind mal angesprochen, da will ich jetzt mal ein bisschen weitermachen. Also grundsätzlich eine Sache, die ich glaube ich in dem Hauptvideo jetzt nicht vergessen hatte, aber was ich auf jeden Fall nochmal herausbetonen wollte. Bevor ihr Waffen auf Gold spielt, bevor ihr überhaupt damit anfangt, eine Waffe zu leveln, guckt euch ganz genau im Vornherein schon alle Challenges an. Ganz, ganz wichtig in meinen Augen. Gar nicht mal darum, um irgendwie jetzt da, keine Ahnung, was weiß ich, irgendwelche Sachen zu exploiten, weil da kann man nichts exploiten. Aber einfach nur, macht euch einen Plan für die einzelnen Waffen. So, keine Ahnung, wenn ihr seht, hey, guck mal, später bei den Attachment Challenges muss ich das, das und das machen, so. Dass ihr euch dann einfach vorher schon mal so überlegt, okay, welche anderen Challenges kann ich gut damit kombinieren? So, das... Ich muss sagen, das hat mir persönlich sehr geholfen. Das hat mir persönlich sehr viel gebracht. So, so dieses im Vornherein klar werden, was da los ist. So, das hat super viel gebracht. Und das würde ich auch jedem empfehlen, das mal zu machen. So, wir ballern hier direkt Rune 3 hoch. Wir müssen uns auch mal dran halten, die zu verwenden. Ja, jetzt wo wir Insta-Kill haben, können wir da hochrennen und das hier oben clearen und dann gehen wir da mal rein. Hätte ich gesagt. Dann gucken wir uns das mal an, weil deswegen spiele ich jetzt Zombies. Die anderen Events, die kann ich auch so oder so machen. Ich mag auch spektakuläre Auftritte. Das Wiedergängerbuffet. All you can shoot. All you can shoot. Ja, dann tun wir doch mal ein Portal aktivieren. Und gucken mal, wo uns das hinbringt, in welche Lebenssituation. Was soll schon schief gehen? PPS halb. Nee, die Bar ist besser. Die Bar, die fickt einfach. Das ist so ein richtiger Heavy-Ass-Fuck einfach. Das ist schon gut so. Mein Zombies, pff, kann ich eh nicht ab. Also das ist eh kein normales Video, was werbefreundlich ist. Leere. Schauen wir mal. Okay, Leere geht unendlich. Okay. Kein willkommener Partygast. Wo steht hier nur der Kopf? Okay. Man braucht halt nur immer einen Exit irgendwie so ein bisschen. Das ist so ein bisschen. Das ist die Devise. Und nicht stehen bleiben. Ich glaube, das habe ich mir aber schon beim ersten Zombies-Video gesagt. Hätte ich gewusst, dass das so eine nette Runde wird, hätte ich meine Ukulele mitgebracht. So, wunderbar. STG, ja gut, die könnt aber auch ficken. Wenn es gut ist. Aber das hat man ja, glaube ich, schon beim letzten Mal. Hat das jemand gesehen? Ich liebe diesen Scheiß. So. Meisterschütze. Das Problem ist, ich werde irgendwie hieraus nicht so wirklich schlau. Aber wann kann ich das denn jetzt angreifen? Das ist ja jetzt, wann ist das Ding denn mal angreifbar? Weil ich meine, das sind einfach ein paar Knoten, die verbunden sind. Ja, ich meine, ich springe ja eh von den Themen immer hin und her. Also, wer hier nur einen gewissen Teil des Videos guckt, der hat eh verloren in meinen Augen. Nicht mein Gesicht! Nicht mein Gesicht! Wie du mir, so ich dir. Okay, ja. Ich hinterlasse überall Eindruck. Okay, tun wir erstmal ganz kurz hier. Glück, ja. Meine Mama das nicht gesehen hat. Ein guter Koch räumt immer hinter sich auf. Wir können diese Barriere nicht durchbrechen. Nur heute Abend. Frei bleibt für alle. Oh yeah. Bam, Mama. Perfekt. Das lief saugut. Aber wie kann ich denn jetzt hier irgendwas machen? Wie kann ich denn jetzt hier progressieren in der Story? Hier, ich kann immer noch keinen Damage machen. Sehr gut.
Wenigstens etwas, I guess. Sehr, sehr komisch. Naja. Ja, aber ansonsten, Atomic ist brutal hart. Also überlegt euch das gut. Weil wenn ihr einmal anfangt, gibt's kein Zurück mehr. Ich weiß, wovon ich da spreche. Wenn ihr da einmal Zeit investiert, wenn ihr da einmal anfangt, euch irgendwie Gedanken zu machen, so, dann zieht's einfach auch wirklich bis zum bitteren Ende durch, so. Sonst macht ihr euch nur selber unglücklich. Okay, gut. Oh Gott, wir müssen hier erstmal ein bisschen. Müssen erstmal ein bisschen Meter gut machen. Wir müssen uns erstmal hier ein bisschen im Kreis hopseln. Das sind keine Finger, das sind Messer. Strahlt Leben aus, Leute. Alle anderen hier wirken irgendwie tot. Uiuiui. Also wirklich, Atomic, das ist sowas, da müsst ihr einfach durch. Keine Ahnung, macht euch nebenbei irgendwelche guten Hörspiele an. Tut euch irgendwie ablenken beim Grind. Aber hört nicht auf, wenn ihr einmal angefangen habt. Das bringt gar nichts. Das ist... Weil dann irgendwie, ne, dann habt ihr auch immer so dieses... Ach, keine Ahnung. Okay, ist nur noch der übrig. Dann kann ich auch mal eine Granate an den Kopf werfen. Ja. Triff auf den menschlichen Taifun. Du sollst ja nicht mit leeren Taschen rumlaufen. Neues Ziel gefunden. Überlebe oder fliehe. Flucht. Ganz ehrlich, ich bleibe jetzt hier mal drin. Mal gucken, was passiert. Gib ihnen mehr, als sie vertragen können. Bin jetzt einfach mal gespannt, was jetzt passiert. Was passiert, wenn ich nicht fliehe? Aber wann sind die Dinger denn jetzt angreifbar? Das habe ich. Oh, wasch dir nächstes Mal wenigstens die Hände. So, weg die Sau da, Alter. Wer austeilt, der muss auch auslöffeln. Wenn du nicht schwimmen kannst. Okay, das hier ist übel. Okay, ich kann jederzeit fliehen während der Runde, aber ich möchte mal überleben. Mal gucken, was passiert. Ich gebe mein Bestes und mal gucken, wie weit ich es schaffe. Weil am Ende dann lieber beim Versuch failen, anstatt immer nur sicher zu gehen. Oh Gott. Oh yeah, Baby. Und ich könnte das den ganzen Tag machen. Wie viele Runden? Was auch immer von Liss in diesem leeren Zauber schützt, wir können es nicht erreichen. Ja. Yeah. So, ihr lebt noch? Müssen meine Kinder härter zuschlagen? So gut kann ich doch gar nicht schmecken. Ich bin nicht mal gesalzen. Ja, ich glaube, ich muss erst mal zurück und ein bisschen Kohle ausgeben. Für Verbesserungen. Uiuiui. Auch ohne Rüstung. Ich glaube, wir sollten fliehen. Ich glaube, wir sollten erstmal abhauen und sagen, hier, wir tun uns erstmal wieder sortieren. Komm, das machen wir. Let's go. Ansonsten kommen wir irgendwann nochmal zurück. Nee. Roboter, nee, brauche ich nicht. Ja, das ist ein bisschen... Ja, weil ich meinen Tod helfe ich denen ja auch nicht. Und wenn meine Rüstung down ist, ich kann halt nicht meine Rüstung reparieren. Das ist böse. Das ist gemein. Das ist Mobbing. Es ist Essenszeit. Aha. Ja, na dann, guten Appetit und so. Ich führe uns zu einem Obelisken. Du weißt, was zu tun ist. Chance, Willi. Machen wir das mal. Okay, wir tun uns erstmal noch weiter verbessern. Wir müssen uns erstmal richtig hochballern vom Skill her. So. So, das hier ballern wir auch gleich noch hoch. Wenn ich so drüber nachdenke, den Rest vom Menü will ich gar nicht erst sehen.
Joa. Ja. Atomic ist, glaube ich, reine Kopfsache. Atomic ist reine Kopfsache. Da geht's nicht darum, ob ihr krass genug seid für Atomic. Darum geht's nicht. Das Einzige, was Atomic am Ende beweist, ist eure mentale Stärke, in meinen Augen. Dass man das einfach durchhält. Dass man egal wie schlimm es wird, dass man immer weiter durchhält. Schießt er jetzt auf seine... Ah, guck mal, der arbeitet jetzt für uns. Sehr geil. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Ja, der arbeitet mal für uns. Ich hätte dich ja schneller umgebracht, aber... Ich wunderbar. Ja. In einem anderen Leben hätten wir Freunde sein können. Aber nicht hier. Ich hab hier einen richtig schönen Knall auf Lager. Glaube ich dir. Autsch! Der ist ja noch hungriger als ich. Sturmkrieger, triff auf den menschlichen Taifun. Selbstwiederbelebung. Ach, guck mal, das kann man pick-uppen. Ach, guck mal. Du hast dich mit dem falschen Kanaka-Mauli angelegt. Ja, ich würde sagen, hier, also wir ernten Mama noch. Ja. Und ich gucke mich mal noch ein kleines bisschen hier oben. Wir können ja mal ein bisschen hier ran. Ja, wobei, nee, warte mal, wir müssen noch, Moment, wir müssen Bewegung. Wo kriegen wir Bewegung? Okay, warte mal, wir machen zuerst HP. Ja, wobei HP kann man nicht machen. Von dem verfaulten Ding befreit. Na gut. So gut kann ich doch gar nicht schmecken. Ich bin nicht mal gesalzen. Ist der Rückschuss irgendwie größer geworden? Ich lasse es gerne locker angehen. Aber das war nicht cool. Okay, da muss ich mir gleich das da holen. Hier hinten war maximaler diabolischer Schaden. Nächstes Mal rauch dir eine und entspann dich, Bummkreischer. Wasch dir nächstes Mal wenigstens die Hände. Wo war das denn? Aloha, du Riesennervensäge. Einer nach dem anderen. Es ist genug für alle da. Na gut, wirklich viel ist hier nicht. Gehen wir mal weiter. Ach ja, hier drin ist noch ein Kristall, den nehme ich noch mit. Der Rest ist für dich, Kumpel. Perfekt, wunderbar, ein Traum. Tschupp-di-tschupp-di-tschupp. Tschüss. Mal sehen, was in der Spielkiste ist. Ja, schauen wir einfach mal. Hoffe auf das Beste und nimm, was du kriegen kannst, wie mein Leben. Ja gut, ich bleibe einfach bei der Bar. Nee, das sieht schon gut aus. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal hier rüber zu Dingens. Nee, hier nicht. Ja, also die DP27 ist nicht gut genug. Die ist nicht. Wo ich herkomme, gilt das als unhöflich. Zeig gefälligst Respekt, wenn du in meine Küche kommst. Ja. Ja, das ist alles... Uff. Ja, guck mal, die macht 2160 kritischen Schaden. Und die macht halt hoch bis zu 6000. Baby sicher den anderen die Kuh ja, das passt schon. Ist vielleicht nicht ganz vergleichbar, weil ich gerade eben noch stillstand und so, aber trotzdem. Das passt schon so. Wir machen weiter. Wobei, wir tun vorher noch mal ganz kurz die Rüstung reparieren, das meine ich noch. Und dann geht's weiter. Man muss ja schon fair bleiben, nur... hier Panzerung reparieren. Wunderbar. Genial, gut gemacht. Ja, wenn er das sagt. So. Der große Eindämmungszauber um uns herum schwächt ihren Dämon. Ach. Tut er das? Ich hab schon so einige Kokosnüsse geknackt. Wie er sich gefreut hat. Hoho! War schon wie Mario. Ja. Cortex berichtet, sie wollen diesen Obelisk nutzen. Wenn sie dafür sterben wollen, soll es mir recht sein. Aber ich meine, das Gute an Atomic war halt, ich bin halt abends nach Hause gekommen und wusste, was gespielt wird. So. Heute habe ich wieder so den Luxus, ich habe 80 Spiele, die ich spielen kann. Das ist für mich schon zu viel, um ehrlich zu sein. Das ist echt... Uff, Alter.
Und ich weiß nicht, und ich will auch nicht, dass sich das am Ende wie Arbeit anfühlt. Dass ich so Singleplayer-Spiele so... Nicht mein Gesicht! Wie so, ne, so nach dem Motto, dass ich das nur so abarbeite und dass ich nicht wirklich die Spiele spiele. Da habe ich auch ein bisschen Angst vor. Dass das so ein bisschen wird. Aber, naja, gut. Mal gucken. Weil ich muss auch noch so Spiele wie Half-Life 2 spielen oder so. Oder Black Mesa und da... Bin ich mir noch gar nicht mal so 100% sicher, ob ich das wirklich will, weil das halt so alte Spiele sind. Aber andererseits... Ich meine, wenn man halt Sachen geschenkt bekommt, so, ne, dann will man das... Will man das halt auch nutzen, so, ne? Hat das jemand gesehen? Ich liebe diesen Scheiß! Das ist eben... Ja, wie soll man sagen? Das ist halt immer so ein Für und Gegen, ne? Es ist, ach, ist nicht leicht. Okay, zahlen wir mal schnell mal die Runensteine ein. Okay, der Zombie ist jetzt mal auf unserer Seite, das ist ja auch mal schön. Bei dir quietscht was. Ja, bei mir auch. Ja, das ist ganz normal. Ja, alles easy. Man weiß nie, wann sowas mal den Tag rettet. Da hört man sich ja nicht mal denken. Ach ja. Ja, einfach mal gucken, was da die Zukunft bringt. Das ist, mir hat auch jemand in die Kommentare geschrieben, vielen Dank an dich, Splinter Cell zu spielen, aber ich muss ehrlich gestehen, das Spiel ist dann für mich, glaube ich, doch ein bisschen zu alt. Das, ich glaube nicht, dass ich da Freude dran hätte, muss ich ehrlich gestehen, so. Ich, das glaube ich einfach nicht dran. Ah, guck mal, der macht jetzt für mich die Arbeit, sehr gut. Quasi mein Angestellter. Super. So lobe ich mir das. Hast erst ganz schön spät gemerkt, dass du tot bist. Ja, easy. Und ab zurück. Oh, Stärke, kehr zurück. Danke, Marionette, das hast du gut gemacht. Ja. Und was hier passiert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt. Ich weiß es nämlich auch nicht. Und ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht wissen. Ich glaube, da ist ein Hirnfall, der explodiert. Ja, wir machen noch so 3 Runden und dann... Passt es doch. Ah. Jetzt machen wir den Überraschungsangriff. Aber soll er dann überhaupt noch überraschend, ist die Frage. So, wir nehmen hier auf jeden Fall nochmal den letzten Trank. Wo war denn nochmal Bewegungstempo? Scheiße. Okay, hier haben wir alles verbessert. Das ist ganz cool. Ah, hier ist Bewegungstempo. Sehr gut. Verdammt! Er hat von mir abgebissen! Mama hat immer gesagt, ergreif die Gelegenheit beim Kopf. Der könnte sicher eine Mahlzeit. Oh, machen. Der ist tot. Na komm, das hast du doch ganz klar bestellt. Au, das sind keine Finger, das sind Messer. Ja, da müssen wir jetzt ziemlich genau drauf... Ich muss sagen, ich finde diese Animation sehr cool, wenn sich das Buch öffnet. Wollte ich nur mal sagen. Du hast dich mit dem falschen Kanaka-Mauli so, angelegt. Sehr gut. Den tun wir auch direkt mal noch töten. Oh Gott. Oh, fuck me. Oh, das ist gar nicht gut. Wenn du nicht schwimmen kannst, geh nicht ins Wasser. Da hat er durchaus recht. Ja, ich auch. So, dann würde ich sagen, bleibt man noch fix nach. Zieh noch... Ja, wir tun erstmal die Rüstung wieder auffüllen. So. Haben Sie vor dem Krieg handwerklich gearbeitet? Und ich würde sagen, wir aktivieren einfach das Event und weiter geht's. Invictor macht Ihnen den Weg frei. Dankeschön, Invictor. Hey, wenn er das sagt, muss es stimmen. Ich drehe etwas die Heizung auf, es ist etwas kalt.
Ach ja. Ja, aber wirklich, Atomic war wirklich das härteste, glaube ich, was ich jemals gemacht habe in irgendeinem Spiel. Ohne Witz und Aber. Einfach pure Wahrheit. Das ist die völlige Scheiße gewesen. Und die ganzen Bugs erst, das ist... Es war wirklich schlimm. Immer wieder Patchnotes lesen, haben sie was gefixt? Angeblich haben sie was gefixt. Dann probiert man es aus, geht immer noch nicht. Zum Beispiel die STG, das war eine richtige Müllwaffe. Aber ich meine, die STG nicht zu machen, war halt auch keine Option, weil es halt mit eigentlich einer der besten Waffen ist. Und, naja. Ich meine, jetzt ist alles gut. Ich habe alle Waffen, glaube ich, mit einer als erster, alle Waffen auf Gold gehabt. Wirklich alle, auch die Velgan. Die auch immer noch verbuggt ist, lustigerweise. Die Attachment Challenges gibt es einfach nicht. Also, ganz wild alles, wenn du mich fragst. Das war richtig wild. Du hast Glück, dass meine Mama das nicht gesehen hat. Die ultimative heiße Kartoffel. Aloha für dein Gesicht, Bruder. Nice, so. Ach ja, ja. Aber ganz ehrlich, ob ich nächstes Jahr dann bei Modern Warfare, ob ich da nochmal so einen Grind mache, abwarten. Ich glaube nicht. Also ich glaub's nicht, ich will's nicht, aber das Problem ist, ich möchte es auch echt nicht zu einer Art, weiß nicht, Ritual jedes Jahr machen, dass ich diese Mastery Camo grinde. Ich meine, es liegt sehr naheliegend, sowas zu tun, aber keine Ahnung. Man ist dann halt wirklich so 2+ Monate auf ein Spiel dann eingefahren und... Ach, keine Ahnung. Bei Black Ops wollte ich es einfach nicht machen, weil mir da das Spiel einfach nicht so gefallen hat. Ja, keine Ahnung. Jetzt muss ich allerdings gestehen, Vanguard hat mir sehr gefallen. Aber es ist halt immer noch fucking verbuggt, so machen wir uns nichts vor. Es ist echt schwierig. Groß, dumm und verfault. So gewinnt man keinen Krieg. Hätte ich gewusst, dass das so eine nette Runde Was ist das für eine Waffe? Ich hab's nicht mit. Ja, fuck. MP40, okay, das könnte krass sein. Probieren sie mal aus. Könnte ich mit jeder Hand eine abfeuern. Ach komm, wir wechseln mal für ein bisschen Abwechslung. Ich verspreche, dass es nicht. Bisschen Abwechslung muss auch mal sein, komm. YOLO. Ach ja. Ich meine, so eine Mastery Camo zu haben, ist einerseits schon ziemlich geil, aber andererseits ist es halt auch. Es ist halt so ein Zeichen, dass man auch ein bisschen gestört im Schädel ist. So, das muss man sich auch. Das ist mir auch klar, dass das nicht normal ist, eigentlich sowas zu machen. Es ist nicht normal, sowas, keine Ahnung, so ein Spiel irgendwie 2,5 Monate komplett durchzugrinden. Das ist nicht normal. Das darf nicht normal sein. Das ist. Nee, das darf einfach nicht sein. Wo waren nochmal? Fuck. Und ich meine, ganz ehrlich, Alter, mit denen auch Camo-Challenges und alles, es war richtig übel. Diese Attachment-Challenges am Ende, die zwingen einen wirklich nochmal so richtig in die Knie, ne? Das ist böse, du. Ich würde sagen, wir machen jetzt noch Runde 18, Runde 19 und dann verabschieden wir uns hier. Also ich muss sagen, das mit den Leere, das war ganz nice. Du musst mir unbedingt das Rezept verraten. Aber ich möchte doch mal eine Exfiltration so machen. Können wir mal hier gucken. Verursacht viel mehr Schaden. Alle Waffen füllen Munition aus dem Rohr. Ja, pff, nee. Ja, gut, die Waffe lädt schnell nach. Das ist gut. Verhindern Sie, dass Cortifex-Würmer seinen Barrierezauber stärken. Dann machen wir nächstes Mal wenigstens die Ende. Ach ja. Ja, mal gucken. Da möchte ich noch keine Aussage zu treffen. Erstmal gucken, wie Modern Warfare 2 wird. Das soll ja irgendwie früher rauskommen dieses Jahr. Erstmal abwarten und erstmal gucken, wie sich das dann alles mit... Wie sich das dann alles überhaupt erst auch mit diesem Microsoft K
Verkauf und so, wie sich das alles auswirkt. Ganz ehrlich, abwarten. Alles ganz, also da muss man echt sehr, sehr vorsichtig mit allem sein. Das ist schon... Hier oben ist einer. Hier sind die nicht so schön beisammen. Hier sind die echt voneinander getrennt. Okay, ich muss schon nach der nächsten Ausschau halten. Ich sehe sie nur leider nicht. Hier drüben ist einer. Okay, da hinten ist die nächste, das ist gut. Oh Gott. 7 von 10. Wo sind denn die restlichen? Hier unten ist einer. Überleben ist hier das Motto. Okay, wo ist die letzte? So gut kann ich doch gar nicht schmecken. Ich bin nicht mal gesalzen. Wo ist die letzte Dingens? Fuck. Oh Gott, ich muss hier durch. Hier, in der Ecke. Nice, geschafft. Sehr gut. Perfekt. Eine gute Leistung, Soldaten des Nordicus. Das war Runde 18. Aber guck mal, wie schnell ich bin mit der MP40. War trotz dieser widerlichen Augmentoren ein Erfolg. Ja, sehr schön, du. Die Frage ist, wollt ihr mich heute nochmal failen sehen? Das müssen wir uns nochmal genau überlegen. Ich habe einen Plan, um Hilfe herbeizurufen. Ah. Ich kann uns dorthin bringen, wo unser Gesandter wartet. Aber wir machen einfach weiter, komm hier. Eine Runde machen wir noch und dann überlegen wir uns. Also entweder ich mache die Exfiltration oder das ins Leere und ich gucke einfach mal, wie weit es geht. So, wenn ich dann halt direkt sterbe, ist es halt so. Ich habe an dieser Kugel gearbeitet. Ich bin ein wenig dass sie funktioniert. Ja, ich auch, du, wenn du mich fragst. Aber was willst du machen? Geht's jetzt hier mal weiter, oder was? Danke. Wie kann ein Toter so stark sein? Mama hat immer gesagt, nicht der Kopf zählt, sondern das Herz. Ich meine, klar, einerseits ist es schon cool, diese Mastery Camo und Warzone dann verwenden zu können, beispielsweise. Aber ich weiß nicht, andererseits... Oh Gott. Boah, dieser Nahkampf, der geht mir schon echt hart auf den Sack. Das... Mann, mein Gott, deine Mutter! Was? Okay, ich versau's. Okay, ich hab das jetzt völlig versaut. Alter, weil mir das halt so auf den Sack geht. Holy shit, Alter. Ihr dummen Ficker, Alter. Okay, das ist mittlerweile echt krass hier. Ja, ich werde es soweit nicht schaffen. Ich werde es definitiv nicht ins nächste Level schaffen. Ich bedanke mich hier ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Aber das schaffe ich nicht. Das ist... Nicht mein Gesicht! Nicht mein Gesicht! Okay, der ist freundlich. Mitten ins Schwarze! Ich herrsche über den Dunkel. Hier, guck dir mal an, wie hart die zuschlagen. Der Rest ist für dich, Kumpel. Ja, das ist halt hier, Alter, Digga, willst du mich hier komplett verarschen? Hier war doch noch irgendwo eine Dingens gewesen. Meine Mama das nicht gesehen hat. Ja. Ich lasse es gerne locker angehen. Aber das war nicht ja, nee, gut. Dafür bin ich zu schlecht. Dafür bin ich ja echt zu schlecht. Falls ich das hier schaffe, werde ich auf jeden Fall exfiltrieren. Komm weiter bis zum Ende. Das können wir schaffen. Das können wir schaffen. Kugel. Ja, Ziel erfüllt, wunderbar.
Herrlich. Ihr habt eure Nachricht also geschickt. Na und? Es wird niemand antworten. So, ich mache jetzt eine Exfiltration. Ja. Ach, ja. Ich glaube, bisher hat man noch keine Fragen zum Atomic-Video in die Kommentare geschrieben. Ist nicht schlimm. Ja. Ist okay. Kann ich mitleben. Ist schade. Aber andererseits ist wahrscheinlich... Weiß nicht, wie viele von meinen Zuschauern würden denn so einen Atomic Grind machen? Wahrscheinlich nicht so viele, gehe ich mal von aus. Ich bin jetzt nicht dafür bekannt, dass ich so Hardcore-Fans als... Hier prügeln wir mal alles raus, was noch geht. Ja, ich würde sagen, komm, beenden wir's. Tu mal exfiltrieren. Vielleicht sterben wir auch bei der Exfiltration. Das kann ja auch sein. Ich würde sagen, Exfiltration initiieren. Let's go. Wenn das Schiffsportal erscheint, laufe dorthin. Nein, Spezialeinheiten, nein. Ich lasse keine Ruhe. Wo ich herkomme, gilt das als unhöflich. Oh Gott, Alter. Guckt euch mal diese Scheiße an. All you can shoot. Wenn du in meine Küche kommst. Alter, wie viel Damage die halt machen, ne? Au! Das sind keine Finger, das sind Messer. Je mehr von ihnen fallen, desto schneller sind wir weg. Ja, okay. Der Rest ist für dich, Kumpel. Oh Gott, ich habe keine 250. Fuck. Okay, ich habe 38 Sekunden, um jetzt zum Portal zu entkommen. Hä, wo ist denn das? Hier hinten. Jawohl. Und durch. Jawohl, Exfiltration abgeschlossen. Tschüss. Sie würden sich in Sicherheit bringen. Was für eine Erleichterung. Jawohl. Das habe ich für dich gemacht, Mama. Hey, wir haben überlebt. Ganz ehrlich, eine Runde länger, als ich gedacht hatte. Ich hatte wirklich gedacht, in der letzten Runde ist es aus. Aber... Was soll man sagen? Das Leben hat mich eines Besseren belehrt und ich bin sehr froh drüber. Ja, ich habe jedes Thema mal so ein bisschen angeschnitten. Wenn ihr zu einem von den Themen wirklich mal noch ein... Ich sag mal, mehr Details haben wollt. So, ich habe jedes Thema nur mal so angeschnitten. Genau, dann schreibt mir das entsprechende Thema doch einfach unten in die Kommentare. Und dann machen wir das ganz einfach. Ich bin jetzt Level 682. Sicher, dass es kein Bug ist? Okay. Wir haben anscheinend sehr viel gelevelt. Sehr gut. Was haben wir jetzt hier? Irgendwas... Achso. Also, wir haben irgendwelche Tarnungen hier freigeschaltet. Ja, wunderbar. Weißt du, ganz ehrlich hier, da sollen sich doch die Leute drum kümmern, die krass sind. So, das ist doch was für Leute, die krass sind. So, das sollen die machen. Ne, so krass bin ich nicht. Zombies könnt ihr knicken. Ja, das war mal wieder eine wilde Fahrt. Wir haben viel erlebt. Stunde 30. Ich würde sagen, ein bisschen kürzer als beim letzten Mal. Ist okay. Aber wir haben viel erlebt und das fand ich sehr schön. Ich muss sagen, dieses mit den Leere und so, ich glaube, wenn man da ein bisschen krasser ist als ich, da kann man da echt viel reißen. Aber ich kann es halt nicht. So, ich bin da halt wahrscheinlich nicht der krasse Ficker für. Aber, puff, naja, halb so wild. Halb so wild, würde ich sagen. Damit haben wir es geschafft für heute, damit haben wir es geschafft für Zombies. Wenn irgendwann mal wieder ein Update kommt oder so, kann ich gerne mal spielen. Da habe ich nichts dagegen. Ich weiß nicht, wenn ich dran denke. Wenn nicht, dann erinnert mich dran, aber ja, ich weiß nicht. Ich bedanke mich ganz recht herzlich dafür, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss!